Moin Leute, hier ist Winnie von MS Gamer TV und ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Folge von Shakes and Fidget. Weiter geht's mit dem Epic Event jetzt wieder auf Server 9. Und zwar habe ich ja geplant, hier ein separates Video für den Turm, den neuen Dungeon, zu machen. Und dann werden wir jetzt auch mal direkt zu Beginn einen Versuch wagen, weil angeblich sind die ersten Gegner noch ziemlich easy und meine Begleiter sind ja eigentlich zum Großteil ausgerüstet, deswegen werden wir jetzt einfach mal probieren. Klar, vom Level her habe ich die jetzt bisher noch nicht verstärkt. Dementsprechend denke ich auch jetzt mal gerade hier der Schaden, aber wir selber werden hier auch, denke ich mal, das Entscheidende an Schaden bringen. So, den haben wir jetzt geschafft. Ja, das ist quasi Müll. Und das ist halt auch praktisch. Hier kann man halt ja auch ein bisschen Gold noch bekommen. Boah, der war jetzt eigentlich direkt auf Anhieb geschafft. Ja, der Versuch war jetzt ein bisschen schlechter. Aber der sollte eigentlich jetzt fallen. Hoffentlich mit einem brauchbaren Epic. Ja, jetzt werden die Versuche irgendwie immer schlechter. Finde ich aber jetzt komisch. Der erste Versuch war fast perfekt. Also, da waren wir quasi durch. Aha. Jetzt liegt er doch. Und Handschuhe. Jawohl, die hat mein Magier noch gebraucht. Beziehungsweise, die haben mir noch gefehlt. Eine Robe, die aber leider schlechter ist. Dann kommt das Blumelinchen, heißt sie. Und ein Herzchenstab kriegen wir. Mit einer auch besseren Spanne auf jeden Fall. Also mein Magier hat jetzt bisher sich sehr gefreut über die zwei neuen Gegenstände. Jetzt natürlich ein Intelligenzgegner. Ja, der Schaden war jetzt nicht schlecht. Aber mein Magier, der teilt nichts aus gegenüber der Zahnfee. Aber das ist auch nicht wunderlich, weil wir halt gerade so wenig Attribute haben. Aber dann liegt sie doch nochmal. Glücksepic. Nee. Da habe ich jetzt erstmal die Schnauze voll von. Vor allem jetzt schon wieder ein Magier-Epic. Jetzt haben wir wieder ein allgemeines und gucken gerade mal, können wir das selber gebrauchen? Ja, können es selber tragen. Dann werden wir unseren eigenen Krieger auch mal verstärken. 238. Ja, gucken, kriegt die das. Also mein Magier wird zwar jetzt hier vernachlässigt, aber es kann ja nicht direkt auf Anhieb jeder den gleichen Wert haben von Glück her. Und gerade wenn jetzt Intelligenzgegner sind, da ist es empfehlenswert halt gerade den Kundschafter und den Krieger zu verstärken. Weil die halt auch ausdauerfähiger sind. Und bei meinem Magier müsste ich halt den quasi mit Intelligenzgegenständen ausrüsten, die ich jetzt auch leider nicht habe. Ja, der könnte auch noch fallen. Aber jetzt war es gerade wieder ein schlechter Versuch. Ich habe die Animation noch an. Die wollte ich eigentlich aushaben. Weil es ist immer ziemlich lästig. Dass erstmal wieder die Kamera sich zu der bisherigen Etage hochgezogen hat. Dauert auch wieder eine Sekunde oder so, die man eigentlich sparen kann. Ja, der will irgendwie noch nicht so richtig. Schauen wir doch noch mal gerade, wie es eigentlich im normalen Dungeon so aussieht.
Also, da bin ich jetzt gerade in die Hölle reingekommen. Und werde direkt hier von einer wohnlosen Seele angequengelt. Und ja, die könnte eigentlich liegen. Die müsste liegen. Gehen wir mal bis 2700. Ich denke, dann werden wir nochmal gucken, ob wir irgendwie noch mal für uns oder für Begleiter ein Epic finden. Nee, dann noch nicht. Gut, dann gucken wir mal weiter. Ja, ein Helm bräuchte ich auf jeden Fall noch. Aber eigentlich bin ich jetzt gerade auch an jeden drei Attribute Epic interessiert. Aufgrund meiner Begleiter, weil ich ja gerne im Turm mal vorankommen möchte. Weil ich habe mir extra oh, das ist ja auch schon wieder eine gute Verbesserung. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Ja, da wollte ich halt gerne jetzt mal schauen, wie weit ich das schaffe auf Anhieb. So, da haben wir auch, ja. Da tauschen wir die auch mal aus. Ja, nee, sowas wollen wir jetzt nicht. Wir wollen lieber halt bei den drei Attribute bleiben. Ja, im Großen und Ganzen kann ich sagen, war es eigentlich wieder ein ganz gelungenes Epic-Event. Also, und ich denke mal jetzt auch, aufgrund der Anzahl werde ich jetzt dann auch erstmal das Epic-Event ruhen lassen. Also wenn das nächste Epic-Event kommen sollte, dann wird es mit Sicherheit mal ohne mich stattfinden. Weil, wie ihr wisst, widme ich gerade auch meinen Videos mehr anderen Projekten. Also da ist jetzt Shakes and Fidget eher so Nebensache, weil da halt ja auch nicht jeden Tag etwas Aufregendes passiert. Zumindest bei mir nicht. Es gibt ja Leute, die können auch jeden Tag was zeigen in Shakes and Fidget. Und dementsprechend ist das bei mir halt nicht so und daher werden auch weniger Videos jetzt hiervon kommen. Aufgrund der mangelnden Unterhaltung, die ich halt hier bieten kann. Da denke ich mal, werde ich dann in anderen Projekten mehr zeigen. Oh, jetzt kommen wir hier. Uiuiui. Ja, ich nehme halt gerade alles, was drei Attribute hat. So, und dann werden wir jetzt nochmal gerade den normalen Dungeon probieren. Vielleicht jetzt mit der neuen Ausrüstung. Mit den paar minimalen Werten, die wir jetzt dazu bekommen haben. Aber es waren halt viele Versuche dabei, wo wir eigentlich, ja, quasi gewonnen haben. Und hier ist das jetzt auch der Fall. Ja, Schilder können wir leider nicht für unseren Begleiter nehmen. Die fallen ja weg. Ja, dann gucken wir mal gerade. Ja, alle haben eigentlich schon. Also die Handschuhe, das sind eigentlich, ja, die können ins Klo. Der Ring kommt da. Und die Box kommt dann auch da rein. Und ja, einmal durchs Klo ziehen. Obwohl ja, die beiden ändern sich ja nicht. Von daher. Muss jetzt gerade mal gucken. 262er, was haben die? Oh ja, der kriegt dann den. Und die kriegt dann den. Das heißt, Ringe sind auch erledigt. So, dann können wir das so machen. Die Handschuhe austauschen und das hier alles weg. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Ja, Ringe sind dann damit versorgt. Ich kann gerade nochmal gucken. 262. Ja, da können wir gleich noch gucken, ob wir jetzt gerade nochmal einen Waffenladen, weil Helm ist für mich jetzt auch noch wichtig, dass ich einen neuen Helm kriege. Optimal wäre natürlich ein Dämonenhelm, weil den würde ich auch mal gern haben. So, wir haben noch einen Gürtel mit 270er Werte, auch gut.
Also die Epics kommen zwar jetzt nicht so häufig, aber immer direkt ein brauchbares. Also nicht jetzt so wie beim Magier, da hatte ich ja permanent Glücks-Epics. So, und jetzt haben wir hier einen Helm. Ja, eigentlich wird es wieder blöde Werte, weil ich kann ja jetzt schon 270 kriegen, aber den werden wir jetzt trotzdem nehmen. Wenn wir noch einen besseren finden, haben wir natürlich Begleitungen, die die tragen können. Ja, dann haben wir wieder ein Schild, aber Schilder sind sowieso jetzt nur für uns und das war ja gerade schlechter von den Werten her. Also kaufen wir das nicht. Hier so Roboterfüße brauchen wir auch nicht. Aber ich fand es richtig geil, dass ich ja direkt in der ersten Folge mit meinem Krieger so früh das Dämonenschwert hier bekommen habe. Da wüsste ich jetzt halt nicht, wann ich das kriegen würde, wenn ich es überhaupt kriegen würde. Weil jetzt ist ja schon wieder einiges wieder an Pilzen weg. Und ich werde jetzt, denke ich, auch noch ein paar halt auch aufbewahren. So. Vielleicht werde ich mit denen dann nochmal nächstes Epic-Event einen kleinen Blätterdurchgang durchführen, aber. Ich sag mal jetzt auf Dauer ist es halt auch immer nicht so spannend jetzt, weil klar, ich wollte jetzt hier gerne noch so das Dämonenschwert finden und deshalb habe ich mir das jetzt noch gegönnt, aber jetzt sagen wir, wenn das jetzt in 2 Wochen nochmal so wäre, das wäre mir jetzt auch irgendwie langweilig. Ich denke mal, euch wird das genauso gehen, wenn ihr dann jetzt, weil mehr Epics gibt es ja zurzeit nicht, die man jetzt gerne finden möchte, mal entdecken möchte. Klar, es gibt dann noch ja die Klo-Epics, aber die kommen ja auch, da kann man ja nicht viel machen. Weil es halt, ja, mit den Epics quasi die den Mana-Tank schneller auffüllen, aber am Endeffekt ist es ja wieder Glückssache, ob man Epic kriegt, ob man auch ein neues Epic kriegt, was man gerne mal so eine, vor allem bei den Epic-Waffen. Und da haben wir wieder Dämonenhandschuhe, die sogar besser sind. Und jetzt noch, was war jetzt noch? Die Postbox ist, hat eine 264, okay. Das ist ja jetzt, schade. Ja, ich denke mal, wenn jetzt noch so ein. Irgendwie hier sowas, da ja jetzt drei Attribute kommt, Brustpanzer, dann denke ich mal, hat der schon wieder bessere Werte. Weil ich denke, ich werde jetzt nochmal bis. Ja, gucken wir mal. So 2300, dann nochmal einen Zauberladen und dann gucken wir mal weiter, ob wir dann halt gleich nochmal jetzt hier den Turm probieren, ob jetzt dieser Trillervogel endlich mal down geht, damit wir unsere Reise fortsetzen können im Turm. Der Märchen, ich denke, das soll ja irgendwie so ein Märchenturm sein, was eigentlich eine gute Idee war. So die Kombination halt, weil es gibt ja auch so ein Märchen, wie ist das nochmal, Rapunzel, glaube ich, mit dem Turm. Und da sind dann jetzt alle bekannten Märchengestalten da drin und man muss dann bis oben hin. Ich bin ja mal gespannt, wer der 100. Gegner sein wird. Also, keine Ahnung. Vielleicht irgendein halt ein Schreiber von den ganzen Märchen. Also, nee, es gibt ja nicht nur einen Schreiber von allen Märchen, es gibt ja viele. Also der, dem mir jetzt direkt anfällt, sind die Brüder Grimm. Also die könnte ich mir gut vorstellen als Endgegner. Also auf der 100. Etage. Oder halt irgendein Märchen, so eine Märchenfigur, die halt schon eigentlich bei jedem bekannt ist, so vom Namen her. Aber ich lasse mich mal überraschen, wie das dann so abläuft, ob das zügig vorangeht oder auf Dauer schwierig wird mit dem Dungeon, aber den normalen Dungeon werde ich natürlich auch nicht vernachlässigen. Muss halt nur gucken, dass ich auch immer gut die Levelbremsen überspringe kann.
überspringen kann, so jetzt richtiges Deutsch. Auch rein zufällig mal wieder einer, nur mit Gold. Aber ich denke mal, ich weiß gar nicht, wie lange hält er jetzt schon. Zweiter, zweiter, dritter. Jo. Das ist jetzt eigentlich eine gute Zeit. Das sind ja jetzt wieder ein Monat. Aber hier wäre jetzt ein Extra noch mal gut, ein neues Extra. Ja, jetzt kommt hier wieder der Ring of Fire und ein Lebenstrank. Fuck, ich habe jetzt gar nicht mehr drauf geachtet. Erstens, Alu habe ich jetzt gedacht, ziehe ich länger, damit ich auch noch ein bisschen Gold kriege. Aber ich sehe gerade auch, wir haben wieder unter 1 Million Gold. Das ist nicht gut, nicht gut. So, die tauschen wir aus, die tauschen wir aus. Das nehmen wir auch gerne. Und das so. Und dann gucken wir mal gerade. Oh, was ist jetzt mal hier? PC. Einmal alles durchziehen und zweimal hier ein Kundi. Handschuhe mit schlechterem Wert, Gürtel mit schlechterem Wert. Und hier diese neue Parasitenschuhe. Auch gut. Dann wollen wir noch mal probieren gegen trällerndes Vögelchen. Das ist echt schwierig. Also ich denke mal, ich muss meine Begleiter hochleveln. Von, mit dem Gold halt, aber davon habe ich jetzt recht wenig. Ja, das war schon nicht schlecht, was mein Krieger gerade da rausgehauen hat. Ich weiß gerade nicht. Schau mal gerade noch mal. Aber eigentlich habe ich jetzt von den Epics ja eigentlich, was habe ich zweimal eigentlich gesagt? Von der Epics her bin ich jetzt zufrieden. Klar, meine Begleiter hätten jetzt auch gerne noch ein paar, aber das ist halt jetzt aufgrund des Goldmangels ein Problem. Und ich denke halt auch jetzt, 2000 Pilze wollte ich auf jeden Fall noch so behalten, weil ich dachte jetzt auch, dass es ja nicht so lange dauert. Damit ich ja auch mal wenigstens ein paar Pilze so auf längere Zeit habe. Machen wir das jetzt wie folgt. Ich mache jetzt folgendes, ich habe jetzt, glaube ich, das Gefühl, dass mein Krieger ja am besten ausgestattet ist. Werde ich ihn jetzt mal mit dem restlichen Gold noch 8 Level erhöhen. Ja, das ist jetzt. Und dann werden wir noch die 6 Versuche hier machen. Und dann denke ich mal, war es das dann auch schon. Also das hier war jetzt quasi eine kürzere Variante. Aber ich denke mal, ich muss die Begleiter erstmal hochleveln. Das werde ich jetzt als nächstes als Ziel setzen. Und dann werde ich, denke ich mal, nochmal ein Video bringen, wo wir dann versuchen, hier weiter im Turm vorzurücken. Dementsprechend bedanke ich mich auch wieder fürs Zuschauen. Es war eigentlich wieder ein ganz gutes Epic-Event. Und ich denke mal, das wird jetzt auch erstmal in nächster Zeit das letzte sein. Und ja, abonnieren könnt ihr mich gerne, würde mich freuen. Könnt auch gerne einen Kommentar da lassen, was ich halt besser machen kann oder halt irgendwas vorschlagen, was zum Beispiel Let's Playen könnte oder so. Ich bin für alles offen, könnt auch gern auf meiner Facebook-Seite schreiben. Den Namen, ja, Facebook MS Gamer TV. Aber habt ihr auch kurz ja so ein Banner gesehen und ist halt auch auf meiner nicht Facebook-Seite, auf meinem Kanal verlinkt. Der rechten Seite könnt ihr dort finden. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.